Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Aquarian Skies. Ja, guten Tag. Ja, guten Hallo, ja. Moin und so. Da sind wir wieder und jetzt muss ich erstmal schauen, was geht hier. Wer packt mir hier gerade alles voll mit dem Holz, also die Kiste hier quasi nach, kann die Kiste vollpacken. Die hier arbeitet er, glaube ich, gerade ab, wenn ich es richtig sehe. Ja, die arbeitet er hier gerade ab mit der Sawmill. Mit dem Rubberwood, wo er dann auch Zeug rauskriegt. Hier sammelt er den Kohl, wenn er den Kohl hat. Ja, läuft, würde ich sagen. Hier kann er aktuell nichts machen, weil er keinen Sand rausholen soll. Ja, finde ich gut. Ach ja. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Was haben wir hier eigentlich gerade alles so? Ich habe hier komischerweise, ich habe hier Sachen drin, die eigentlich rein gehören. Rubber Tree Seeds, Gravel gehört nicht rein, Cobble gehört nicht rein, das gehört nicht rein. Ich muss hier gerade meine Kisten mal durchgucken. Mana Beans habe ich hier, Acorns, ich habe hier alles mögliche. Thorn Vines, Blue Mushrooms, Blightberry Bush, solche Dinge. Die muss ich jetzt gerade mal ins Inventar tun. Und die Quest vermutlich abgeben, die ich ja gerade gesehen habe. Habe ich das richtig? Ist hier die eine Quest fertig? In Go With The Flow. Da, genau, die Great Balls of Fire Quest. Da nehme ich mir den Cryotherium Dust. Reaktor Casing, Reaktor Glas kann ich mir relativ schnell bauen. Reward Pack brauche ich nicht unbedingt. Full Hard nehme ich mit. So, wir haben die Quest fertig. Cool, dann haben wir hier schon 78% bei der Quest. Das ist schon mal sportlich. Wir schnabulieren das Herz, haben 80 Leben. Wow. So wie, wow. Was habe ich da für ein Ding? Ich muss gerade mal schauen, was ich hier alles noch so rumflattern habe. Fluid Storage Monitor. Aktuell nichts drin. Okay. Hier ist ordentlich Power dahinter. Schon so ordentlich. 3 ME Drives. Jede Menge Sachen und Zeug. Und hier kann ich hier Patterns und Co. Ja, wie viel Redstone haben wir? Das ist immer so die große Frage. Redstone 78, das ist ja nix. Das ist ja gar nichts. Das ist aber nicht gut. So, hier hat er wieder auf volle Möhre laufen. Dann kann ich hier mal wieder dafür sorgen, dass er was tut. So, wie viele Enderperlen haben wir aktuell? 15 Enderperlen, das ist schon mal, ist doch mal eine Hausnummer. Das ist doch mal eine Hausnummer. Da kann man noch mit arbeiten. Hier ist alles voll, das ist in Order. Da müsste ich wieder ausleeren, habe ich aber gerade keine Lust drauf. So, oben regnet es anscheinend. Wieso ist da ein Loch? Wieso ist hier ein Loch? Oh, weil da... Hä? Das sollte eigentlich kein Loch sein. Ich brauche mal kurz Open. Das ist schon ein bisschen strange. Das ist schon ein wenig strange. Aber naja, gut. Wir können es auch offen lassen. Im Grunde genommen ist es Brause. Ziemlich, ne? Von daher. Gut, die Seeds hier schnappe ich mir. Ich habe nämlich von der lieben Tanja wieder mal einen Tipp bekommen. Und solche Tipps mag ich extrem gerne. Sie hat mir nämlich verraten, dass ich mich unbedingt mal darum kümmern muss, dass ich... dass ich hier die Amaranth Saplings bekomme. So, dafür bauen wir uns Topiary Grass. So, einen guten Schwung. Den lassen wir durchsieben. Da gehen wir einfach mal. Hat da gerade einer wenig zu tun? Da, der hat nichts zu tun. Komm rein da. Du darfst mir Topiary Grass durchdings. Und dann kriege ich hoffentlich einen Amaranth Sapling raus. Hoffentlich. Wäre ja mal cool. Ja, da müssen wir dann mal gucken, was denn da rauskommt aus dem Topiary Grass. Ob da was rauskommt oder nicht. Fusewood Sapling habe ich hier. Oh, die kommen da raus, oder? Natura Sapling Tree. Fusewood Sapling, Ghostwood Sapling. Darkwood, Blood Sapling, Ghostwood Sapling. Ja gut, ne? So wie, ja gut, ne? Also da warten wir jetzt mal einfach ab. Diese kann ich eigentlich abbauen. Das brauchen wir nicht mehr. Haha. Genauso wie das hier. Und dann kann man das Ding hier mal wieder umstellen. Und zwar, dass er bitte da den Ausgang macht und nicht da. Damit der hier versorgt ist. So. Den ganzen Kladderadatsch packen wir ins ME-System. Das alles hier, das. Die Seeds auch. Was kostet die Welt? Mallorca Ole.
So. Passt soweit. Damit bin ich glücklich. Wir können jetzt gerade noch mal hier schauen. Ah, wie weit ist er denn hier noch so gekommen? Hi. Zwei Sextuple Cobblestone hat er schon. Das ist ja schon mal eine Ansage. Hier hat er nichts. Das ist eher schlecht. Weil er keine Saplings mehr hat. Da müssen wir nochmal nachhelfen. Da können wir noch was tun, oder? Da müssen wir nämlich einmal hier hoch und uns hier nochmal zwei Stacks klauen. Einer wird es für den Anfang wahrscheinlich tun, macht aber nichts. So, einmal rein da. Dann wird hier verfleißigiert. Wir sehen hier schon, die Biomasse läuft. Die Biomasse kommt an. Da tut sich was. Gut. Dann können wir da, das läuft dann soweit. Hier haben wir schon zwei Quadruple Compressed Dirt. Immerhin. Also, so, glaube, wir brauchen 100, ne? Lass mich nochmal gucken. For the hoarding. Hi. Beim Dirt. Da, Dirt Collection. 100 brauchen wir. Gut, also da haben wir schon ein gutes Fund. Da haben wir schon so ein Teil. So ein Teil von haben wir da. Sehr gut. Da tut sich was. Dann könnte ich hier mal den Block ranstellen. Will ich aber eigentlich gar nicht. Stimmt ja, ich wollte ja. Wohl eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es ja egal. Ich nehme mir das Quest Delivery System nochmal raus. Eins. Dazu ein Item Duct. Kommen Sie her. Können Sie rausgucken. So. Das machen wir doch mal fix. Ein Item Duct. Und ein davon. Dann die Quest dafür. Yep. Hi. Dirt Collection. Und dann so. Dann müsste das eigentlich passen. 3%. Jawohl. Cool. Dann haben wir das. Wir könnten noch mal kurz was essen. Ist nie schlecht. Sie sehen hier eine Wand von Igneous Extrudern. Das ist so richtig. Das ist tatsächlich so gewollt. Es ist schwer zu glauben, aber es ist so gewollt. So, hier hat er was zu tun. Hier hat er schon wieder alle Weltkip aufgebraucht. Komm, neuen Schwung. Und wir gucken mal nach unserem Wintry Hive. Das wollte ich eh schon wieder machen. Da hat sich wieder nichts getan. Obwohl Schnee drauf liegt. Obwohl Schnee drauf liegt. Kein Wintry Hive. Schlecht. Artificial Hive. Und noch ein Artificial Hive. Nicht das, was ich möchte. Absolut nicht das, was ich möchte. Ich möchte eigentlich ein Wintry Hive haben. Boah, ist das hier ein Bienenschwarm. Das ist ja fantastiziös. So. Das heißt, wir müssen uns noch mal mehr Seeds klauen. Insgesamt 9 Stacks. So sind es 9, oder? Naja, jetzt ist einer zu viel. So rum. Okay. Mehr passt ja nicht rein in das Ding. In dieses hier. Oh, ist das angenehm, gerade keine Festkeit zu haben. Da kann ich mich so viel an der Nase jucken, wie ich will. Oh, ist das angenehm. Ist das angenehm? Oh, das ist ja Traum. Ein Träumchen ist es. Das ist ja ein Traum. So, hier unten. Was sagt die Box? Diese hier. Was sagst du zu mir? Sagst du was? Nix sagst du. Hast ja nix. Scheibenkleister. Das will ja hier nicht funktionieren, so wie ich das will, ne? Das will ja hier so nicht funktionieren, wie ich das will. Ich muss, glaube ich, echt mal hier zwei separate Boxen machen. Oder zwei separate Dinger, damit das hier funktionieren kann. Ich glaube, das tue ich auch. Ich mache mir nochmal so eine Strongbox. Gucken mal. Strongbox. Craft Strongbox. Harden Strongbox. Nee. Machen wir mal eine Strongbox. Zwei. Ne, zwei ist eine zu viel. Egal. Wir nehmen eine mit. Wir nehmen noch ein paar Item Ducts mit. Item D. Und wir nehmen einen guten Schwung Servos mit. Also eins oder zwei. Wo zwei, drei Servos in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich ziemlich glücklich. Ach komm, wir nehmen alle mit. Was soll's denn? So. Dann
kann ich eigentlich hier die Box reinschmeißen? Hier die Box dazwischen packen. Böckschen. Das Böckschen schmeißen wir. Aber das ist der Harvest, der Harvester. Dann werfen wir das Böckschen darunter. So. Und da sagen wir, hey Freundchen, dance. Nur wenn du dann nicht, nur wenn nichts geht, packst rein. Und da muss dann ein Servo rein, dass er da auch wirklich, dass er dann nur die Dings reinschmeißt. So, der Servo ist mit installed. Hier machen wir eine Whitelist. Und da brauchen wir jetzt ein Seed. Ich glaube, so hatte ich es hinten gemacht, oder? Abgesehen davon, dass ich 14% auf meinem Jetpack habe und fast runterfalle. Deswegen sollte ich das Jetpack kurz aufladen. Jetpack. Jetpack aufladen. Na, Jotza ist Gedanke, Lob und Griffen. Hier kann ich auch mal die ganzen Dinger ausmachen. Das sieht doch blöd aus. So. So. Hi. So. Jetpacko. An Lego. Grande. So. Da hatte ich eine Whitelist und dann muss ich hier mal mir ein Seed klauen. Einer reicht da tatsächlich. So. Und den hier in die Whitelist packen. Whitelist. So. Das ist gewhitelistet. Hier. Habe ich das hier genauso gemacht? Müsste eigentlich, ne? Ja. Okay. Dann setzen wir das hier mal weg. Ach du Heiliger. Nein! Da saßen die ganzen Seeds drin. Fuck. Okay. Guck mal, wie viel. Deshalb funktioniert das alles nicht, weil hier die ganzen Seeds in den Leitungen drin sitzen. Guck da, wie viele Seeds hier drin sitzen in jedem Ding. Und ich wundere mich, wo meine ganzen Seeds hin sind. Ich wundere mich. Nee, ey. Ich möchte nicht wissen, wie viele Seeds ich da jetzt gerade verloren habe. Wo habe ich die Geschichte? Da ist es, ne? Genau. Wichtig ist noch, dass er hier. Das hier soll eigentlich so nicht sein. Hüpf. So nicht, mein Freund. Das muss ich nochmal gucken. Also, er soll da schon durch. Er hat schon 15 Seeds drin. Sehr gut. Oh, da sind so viele Seeds drin. Das ist krass. Und dann soll er den da unten quasi anschließen, dass die Sachen da durch können. Und so, ne? Dann nehmen wir uns die Geschichte hier und packen sie einmal hier etwas tiefer ran. Dass er quasi, wenn er zwar von oben kommt, das richtig hat, aber alles, was danach kommt, tatsächlich hier durch kann. So. Ha, 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 ha. Und jetzt soll sich der Pelanter, der ja auch hier irgendwo rumflattert, der Planter soll sich seine Seeds bitte aus der Strongbox holen. So hüpft, hüpft der Hase, ne? So tanzt das Kamel. So läuft das Elefantenbaby. Irgendwie so die Richtung geht das, oder? Ich bin mir relativ sicher. So, da muss ein Servo rein. Guck mal. Yep, Servo ist bin installed. Und dann nehmen wir von dem Servo nochmal die Restriction runter. Hier. Immer go. Hier genauso immer go. Und hier können wir eigentlich die Seeds reinwerfen, die jetzt die ganze Zeit in dem blöden Ding rumflatterten. Ne? So wird ein Schuh draus aus der Geschichte. Hä? Jawohl, ja. Okay. Heißt, das passt soweit. Wir haben hier jetzt hoffentlich bald wieder ein paar Seeds drin. Der kann er aktuell nicht, weil ich da oben ja rausgeklaut habe. Aber hoffentlich haben wir bald im System ein paar Seeds, wenn die Kisten mal volllaufen. Hoffentlich irgendwann mal. Wäre mal fein, ne? So, hier können wir auch nochmal sagen, das alles aus, weil es schöner aussieht. Es sieht einfach schöner aus, muss ich jetzt mal so gesagt haben. Wir nehmen uns. Das Questbook sind bei 3% immer noch. Okay, das ist in Order. So, hier haben wir das System jetzt auch durch. Wir gehen mal hoch und machen uns ein paar neue Wintry Hives. Also, wir versuchen es zumindest. Das nicht funktioniert, kann ich jetzt schon sagen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. So, wir nehmen uns die Scented Artificial Hives.
Und bringen sie hier hin. Dann können wir auch gleich die Fische nochmal nachschauen. Einmal. Jep. Und jep. Viel Spaß damit. Gucken wir nach Fischis. Wie viele Fische haben wir hier inzwischen? Oh, schon ordentlich. Hier sind wir durch mit den Rominos. Feine Sache. Wir gehen rüber. Schmeißen sie hier rein. 1000 Eggs remaining. Alter. Der kommt ja mit den Eggs gar nicht hinterher. In seinem Inkubator. Mit seinem Inkubatore. Schafft er doch gar nicht mehr. So, Romino rein, Waterdrop rein. Was packen wir als nächstes rein? Wir nehmen, ich glaube, wir nehmen mal wieder das Ding. Epic Lifespan. Wirklich? Tiny Lifespan. Das ist was Feines. Neon Tetra. Damit wir hier mal vorankommen. Und wir packen jetzt erstmal ein paar Neon Tetras rein. Ist mir egal. Passt schon. Wir packen jetzt einen guten Schwung Neon Tetras rein, dass wir da wirklich mal vorankommen. So. Too cold. Plus 4. Yep. So. Passt. Gut. Haben das auch geklärt. Die kommen da oben rein. Hier haben wir viele Fische. Ich habe gerade ein Projekt aufgenommen mit Facecam. Ich muss mich jetzt echt dran gewöhnen, dass ich hier die Facecam nicht habe. Alter, Weed haben wir tonnenweise. Salt. Raw Rubber, Alter. Krass, ey. Noch viel krasser hier. Jausa, Eier und so. Wow, und Hühner. Hühner ohne Ende. Kommt ihr alle her? Was macht ihr hier unten? Hier unten habt ihr eigentlich nichts zu suchen, wisst ihr das? Packen die Eier hier rein, die kann er dann werfen, um neue Hühnchen zu produzieren. Und hier, tut's mir leid, werte Hühnchen, aber ihr seid hier eigentlich nicht erwünscht. Hier unten habt ihr nichts zu suchen. Muss ich mal so sagen, ne? Ach, weil die da alle drinstehen, deshalb. Ui, 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 ui. Ach du Scheiße, wieso sind die ja noch drin? Noch von dem Ding, von dem Ritual? Da muss ich doch mal gerade sakrifizieren. Das Problem ist, das Ding ist jetzt voll. Gleich, so wie voll, voll, voll. Egal, macht nichts. Komm, kill the Hühner, bevor die mir hier alles voll schmeißen und so. Weißt du? So, da sind auch noch welche. Töten! Tötet die Hühner! So, haben wir sie alle? Ich glaube, ich habe sie alle. Okay, alles einsammeln. Und hier Hühner killen. Ich habe keinen Bock, dass sie mir unten hier die ganze Zeit rumrennen. Hier nochmal und dann nochmal. Hüpfala. Da ist noch eins. Hier sind zu viele Hühner, hier sind zu viele Hühner. Viel zu viele Hühner. Oh, da fällt gerade ein Skelett durch die Welt. Bam, bam, bam. So, Hühnchen, stirb. Hühnchen, stirb. Habe ich jetzt alle? Da liegt noch mal so ein. Noch mehr Eier. Alter, ey. So, du stirbst auch, weil du hier außen rumflatterst. Du hast hier nichts zu suchen. Ne? So, ist es klar. Haben wir das jetzt geklärt? So, Eier da rein. Glücklich sein. Attacke. Attacke, Schießgarsel. So, weg, weg. Lord Chicken rein. Glücklich sein. Wir essen noch mal fix was. Weil es so lecker ist. So lecker, lecker, schmecker, Schmackofatz. Oh yeah, voll der Schmackofatz. So, dann gehen wir hier rüber. Schauen mal bei der Geschichte hier vorbei. Da drin rennen sie alle rum und werden hier aber nicht angelockt, sodass unser Mieter hier nichts machen kann. Das Ding hier kommt einfach nicht dazu, hier mal was zu tun. Und deswegen ist hier zu wenig Miet. Da müssen wir auch mal was ändern. Sind da noch welche drin im Moment? Nö. Man könnte hier. Doch, da ist noch jemand drin. Hi. Stirb, 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 stirb. Da müssen wir was tun. Wir könnten beispielsweise dafür mit Wasser dafür sorgen, dass sie da hinkommen. Das werde ich aber erst in der nächsten Folge machen bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.